Ja, bist du wach? Oh, ich bin in der Krankenstation aufgewacht. Was ist passiert? Du hast dich überanstrengt und bist vor Erschöpfung zusammengebrochen. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, rate ich dir dringend, dass du dich ausruhst, sobald du die erste Müdigkeit verspürst. Es ist Zusammenbruch, ist nicht nur unangenehme Erfahrung. Die einherkommende Rechnung für die Behandlung deiner Erschöpfung ist auch nicht gerade lustig. Ja, toll. Das nur, weil ich nicht zu meinem Haus konnte. Hä, jetzt nochmal? Toll. Und dabei hätte ich die so gut verkaufen können. Naja. Nützt nichts. Wir gehen erstmal zum Tempel. Nee. Ja. Ach guck mal, die musste ich noch abgeben. Nee, aber da nicht. Da auch nicht. War hier, glaube ich. Ja, hier war sie. Königsmuschel. Muss ich mir unbedingt merken, dass wir Königsmuschel noch hier brauchen. So, als nächstes geht's hier hin. Das ärgert mich gerade. Ach, das ist hier auch noch. Ja, nee, komm. Dann laden wir nochmal neu. Nee, nee. Das hat ja so keinen Zweck. Das ist ja blöd. So, das hat mir ein bisschen Spaß genommen, unter Wasser zu sein. Das hatten wir schon. Ja, jetzt ist es wieder normal. Ja, machst du auch wieder doppelt. Jetzt machen wir den Test, ob das immer noch so blöd ist. Gehen wir zum Museum gehen. Und wenn da immer noch so schwarz ist, dann lade ich das ganze Spiel nochmal neu. Ja. Ach so. War das schon immer so? So, ich dachte, okay. Ich dachte, das war eigentlich so, dass es kein Ex, dass es frei zugänglich war. Gut, dann gehen wir jetzt zum Wassertempel. Und geben mal das ab, was wir da haben. Wir können nämlich noch die sexy Garnelen hier abgeben. Und wir können die grünen Seesterne hier abgeben. Oder Seeigel. Ich muss mir merken, dass ich eine Königsmuschel brauche. Also wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Wir gehen erstmal noch nicht in diesen komischen Höhlen rein. Das machen wir nicht. Das ist mir doch ein bisschen zu riskant gewesen gerade. Dann machen wir erstmal das. Da wird dann wieder produziert. Schön. Als nächstes geben wir da nochmal. Ja, ich kann auch wieder alle machen. Und tun wir sie so oder so. Okay, Stein kann weg. Was kann hier rein? Ne, eine Königsmuschel habe ich hier drin nicht. Okay. Wäre auch zu cool gewesen jetzt.
trinken. So, wir müssen aber hier wieder produzieren. Oh, Melonensaft. Blaubeersaft. Okay, Blaubeersaft können wir, glaube ich. Aber Tomaten, den normalen Tomatensaft behalten wir. Den geben wir ab. Den geben wir ab. Den geben wir ab. Nichts, wir brauchen die Kohle. Was soll ich machen? Wir brauchen Kohle, auch wenn manche Leute Saft lieben. Und ich weiß, dass der Melonensaft gar nicht mal so wenig ist. Dann machen wir das mal so. Daraus können wir bestimmt auch Sachen machen. So. Guck mal, den einen können wir schon mal wieder abreißen. Ah ne, da wird auch noch gemacht. Da wird auch noch Honig produziert. Das war schön, aber jetzt doof. Gut. Nee, du nicht. Und du auch nicht. Du aber. Und du. Ihr könnt hier rein. Mhm. Selber kommt da rein. Und Kompost auch. Komm mal, die hätte ich auch noch öffnen können. Du bist jetzt eine Erschöpfung. Ja, ich weiß. Okay. Genau, den wollten wir auch noch abgeben. Ach, ich habe die vergessen zu gießen. Blaubeeren dran. Und das Paprika auch. Schön. Also erstmal alles wieder hier rein, damit wir daraus später Saft machen können. Guten Saft. Die geben wir ab. So, und jetzt gehen wir mal so langsam Richtung Schmiede, damit wir mal die ganzen Sachen noch öffnen können. Ich glaube, das wird gleich ganz schön viel Kohle geben. Naja, die berühmten 10 Minuten, mal kennst du halt. So, geöffnet. Erstmal reingehen und direkt shoppen. Beziehungsweise die Dinger hier aufmachen. So, jetzt die öffnen. Ja, da haben wir ja genug von. So. Jetzt gehen wir
zu dem Labor und machen die restlichen Fossilien noch auf. Guck mal, dich nehmen wir noch mit. Na toll, einfach nur ein Stein. Ach, ist auch okay. Silbererz ist ja auch gut. Ne, du liebst Fossilien, das weiß ich doch. Blümchen schenken muss auch sein. Dann gehen wir jetzt gleich in die Mine und gucken mal, dass wir die restlichen 10 Meter da hinkriegen. Den haben wir noch, den haben wir noch da hinten und den. Ist schon blöd. Ich würde ganz gerne unter Wasser weiterkommen. Aber gerade hat mir ein bisschen die Laune verdorben, unter Wasser gehen zu wollen. Da waren die Fossilien. Ja, wir können sie halt behalten noch, um halt Gegenstände aufzuwerten. Ne, du nicht. Also das kann ich eigentlich auch nochmal machen. Ein Gold haben oder nicht haben, ne? Das ist die Frage. So. Gucken wir mal, was wir jetzt mit, was wir brauchen, damit wir unter Tage überleben. So. Das sollte ja reichen. Dann gehen wir mal unter Tage. Gucken wir mal, dass wir die letzten 10 Stockwerke hinbekommen. Und den neuen Riesen dann da rausholen. Zur Beziehung. Stadtbewertung ist jetzt auf D. Ozean ist auf D. Museum E. Vermächtnis ist auf F. Das wird jetzt ein bisschen schwierig werden mit den 3 Metern. 3 Meter sage ich, 10 Metern. Aber das sollten wir auch hinkriegen. Sehr easy. Wir haben ja auf jeden Fall genug Ausdauer da. Natürlich auch nicht daneben haben. Ah, okay. So, dann holen wir uns noch die restlichen Monster hier. Krass, dass ich trotzdem noch Schaden kriege. Ich wollte das jetzt mal ausprobieren.
gucken. Ja, hier ist aber nichts mehr. Dann schnell weiter runter. Komm, lass doch mal Fledermausflügel fallen, bitte. Schade. Muss ich vielleicht auch mal auf die richtigen Fledermäuse warten. Ein Mondstein. Mondstein, Flieg und Sieg. Wieso bewege ich mich jetzt so langsam? Ey, was haben die mit dem Spiel gemacht? Ich habe gesehen, dass es ein Update gab und irgendwie scheint... Also ich habe Probleme mit diesem Update. Dass ich gerade von der Grafik packe, bewege ich mich auch noch so komisch. Ein bisschen frustrierend ist das schon gerade. Ja, immer noch. Gut, dass man sich halt... dass man hier halt unter Tage ist und man nicht großartig sich bewegen muss. Bisschen um aufzuweichen, aber das ist ja was anderes. Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Na komm, probst du Fleisch? Jo.
froh, wenn ich mit dem Fleisch nichts machen kann. So, die erste 5 haben wir geschafft. Jetzt müssen noch die nächste 5 folgen. Aber das ist echt nervig. Du bist doch down. So, haben wir noch mehr Erze? Jo, haben wir. Interessant. Da war der. Ich hatte den Ausgang nicht mehr gesehen. Okay. Du musst weg. Immer so lange sterben müssen. Ich frage mich, was machen eigentlich Hornissen in eine Höhle, wo es so kalt ist? Wär das nicht für die zu kalt oder so? Boah. Ingwer. Ach, ich freue mich, wenn ich meinen neuen Rechner eigentlich aufgebaut habe. Geht aber leider erst am 28. Dezember. Beziehungsweise... Beziehungsweise kommt da erst das Gehäuse. Oh, was ist hier? Weil, ehrlich gesagt, ich habe alles bis auf das Gehäuse. Die Karte ist bestellt, die ist unterwegs. Allerdings kommt die mit UPS, da weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung, wie lange das noch dauern wird. Ach. Da lasse ich mich dann nochmal überraschen.
habe mich auch schon geärgert, dass sie genau jetzt auch billiger wieder angeboten wird. Also das Typische. Du kaufst die Grafikkarte und zack, wird sie erstmal wieder billiger. Weil die ganzen Wochen die immer teurer geworden ist. Das ist so ärgerlich. Aber naja, was soll man machen? Ich hab's jetzt. Ich werde mir erstmal keine Grafikkartenpreise mehr angucken. Keine Grafikkarte. Das Einzige, was ich mir schaue, ist die News-Sendung zu Das Monty. Das schaue ich mir immer gerne an. Ich schaue mir ihn halt gerne mal an. Um einfach die neuesten News und Infos zu bekommen. Kann ja nicht schaden. Aber sonst werde ich keine Preise mehr gucken. Ich werde mich einfach mal seelisch nicht mehr damit belästigen, was man hätte tun können. Oder was man besser kaufen könnte, was man machen könnte. Sowas halt da. In den Dreh. Das hab ich, darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Ist schon spät, ne? Ja, um dieses Monster kümmern wir uns jetzt nicht. Dieses langsame Laufen. Auch noch so ein Handicap. Wäre bestimmt schon längst schneller. Dafür habe ich hier jetzt aber Glück gehabt. Okay, ich nehme ihn mit. So, das heißt, dann gehen wir morgen in die, also am nächsten Tag gehen wir dann in die Feuerruine rein. Aber wir gehen da jetzt direkt runter. Keine Lust, mich mit denen da rumzuschlagen. Sprach er und es war mit einem Schlag down. Ist doch gar kein Feuer. Zur Erde. So, was haben wir hier? Jammu. Jammu ist toll. Das Siegel wurde gebrochen. Ah, Häuptling. Wiedergemacht, Menschlein. Zerbrochen die verfluchte Tafel, du hast. Ich dachte, der kommt hier eigentlich. Der kann ja gar nicht rein. Jetzt Wasserriese frei sein. Hier oben sehen. Jetzt kann ich wieder normal laufen. Ich glaube, es sagt. Aha, da ist er ja. Wenigstens frei sein, Gong. Häuptling Gong kann bewegen. Schau. Erstmal tanzen. Häuptling Problem. Gong mit allen herkommen, dann helles Licht, dann Gong alles stecken bleiben. Häuptling, wo andere? Krog ist wieder im Dorf. Gro ist. Menschlein Gro befreien wird. Selbstverständlich werde ich das. Menschlein, ich danke. Nicht nur Gro, Häuptling da. Die sagen später, Gong. Ausruhen jetzt, du solltest zum Dorf, wir jetzt gehen, Gong. Nochmals danke, Menschlein, Gong, Gong. Danke, Menschlein, Gong, Gong. Häuptling, wir jetzt können sprechen mit Menschlein?
Nur diesen Menschlein. Komm. Mehr ich dir sagen im Dorf, komm. Was Einzigartiges. So. Befreie den Windriesen. Haben wir gemacht. Neue Aufgabe, den dritten befreien. Konnten wir schon vorher ins Dorf der Riesen teleportieren? Ich glaube nicht. Ha, das ist neu. Deswegen geht das nicht, weil ich nichts Platz habe. Warte mal. Oh, Diamant haben wir noch nicht gespendet und den Mondstein auch noch nicht. Dann behalte ich den erstmal im Inventar. Silber. Erstmal hier wieder passend sortieren alles. Stein. Nee, irgendwann nicht. Ach, aber die Knochen. So. Das kann hier rein, das kann auch hier rein. Mondstein nehmen wir mit, den machen wir morgen auf. Die nehmen wir auch mit. Gehen vielleicht morgen auch wieder in die Höhlen rein. Oh, ich habe die gar nicht gegossen. Ah, ich muss die ja noch gießen. Warte, dann machen wir jetzt anders. Kein Lust, ständig zu gießen. Okay, das ist zwar jetzt doof, aber egal. Muss ja nicht immer alles gießen. Aber trotzdem müssen wir das jetzt noch machen. Da. Ich weiß, dass es spät wird. So. Die mal auffüllen. Die mitnehmen. Die da rein. Ach, wir können nur so wenige machen, leider. Eigentlich wieder mehr Seetang, ne? Aber ich hätte auch ganz gerne Gold. Ich glaube, wir holen uns auch erstmal Gold, bevor wir uns jetzt wieder Seetang holen. Also die goldene Axt hätte ich ganz gerne. Ich muss auch wieder mitnehmen. Ach, der Stachel muss ja noch weg. Dahin. Ich kann ihn mitnehmen. Ja, wir müssen uns überlegen, was wir noch machen. Wir machen aber erstmal ein bisschen Tomatensaft. Und zwar den exquisiten Tomatensaft. Dann noch den exquisiten Peperonisaft. So. Dann können die in der Nacht noch wieder weitergemacht werden und ich kann jetzt schlafen gehen.
100k Münzen verdient. 805. 8532. Schön.